Der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey und Berater von Donald Trump während des Wahlkampfes bei der Präsidentenwahl soll sich mit dem türkischen Geschäftsmann Ekim Alptekin darauf geeinigt haben, Fethullah Gülen mit einer Kampagne zu diskreditieren. Im Gegenzug soll der Geschäftsmann 10 Millionen Dollar an den ehemaligen Geheimdienstchef geboten haben. Neben der New York Times hat auch die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. 8 Tage nachdem sich Woolsey dem Wahlkampfteam von Trump angeschlossen hat, soll es am 20. September 2016 zu einem Treffen mit Ekim Alptekin und Sezgin Baran Korkmaz im Peninsula Hotel in New York gekommen sein.